Alle Welt schaut gebannt großen KI-Firmen zu. Wann kommt der nächste große Release? Sora kommt noch dieses Jahr übrigens raus. Und sogar noch GPT-5 kommt vielleicht dieses Jahr. Aber all das befeuert eine weitere Entwicklung, die ein bisschen unter dem Radar ist. Robotik. Der Tesla-Bot, der vielen als Meme noch im Kopf ist, ist mittlerweile fast Realität. Wenn auch nicht ganz so agil wie dieser Tänzer. Doch eine Firma hat hier ganz besonders große Wellen geschlagen. Figure AI, denn die arbeiten ganz offiziell mit OpenAI, den Machern von ChatGPT. Und damit ist dann sowas möglich. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Könnt ihr euch das vorstellen? Gleichzeitig Sachen erklären und was völlig anderes machen, das kann ich nicht. Warum ist sowas also beeindruckender als beispielsweise das hier? Das und was hier gerade mit Robotern passiert, das klären wir heute. Wenn man große Entwicklungen sieht, muss man sich einfach oft fragen, warum eigentlich? Bei humanoiden Robotern ist diese Frage recht leicht mit Geld zu beantworten. Oder mit Altruismus. Kommt ein bisschen drauf an, was ihr für ein Menschenbild habt. Die Deutsche Post ist mit der Anzahl an Paketen überfordert und die armen Paketboten müssen für Mindestlöhne und üble Arbeitszeiten Schwerlasten schleppen. Ähnlich sieht's im Lager aus. Amazon beispielsweise, Fabriken und jetzt ganz neu Lieferdienste, wo ärmere Studenten für reichere Studenten einkaufen gehen. Das kann ein Chatbot noch nicht für uns übernehmen. Und genau das soll mit Robotern möglich gemacht werden. Jetzt kennen wir alle schon die ersten Ansätze dafür und bislang waren die nur selten humanoid. Hier, das ist beispielsweise ein Kellnerbot. Der liefert Essen in einem Restaurant aus und Getränke natürlich. Und komm schon! Fühl, wie süß sie ist! Das hier ist Rewes rollender Warenkorb. Der ist tatsächlich in Hamburg schon im Einsatz. Der wird im Rewe beladen und liefert dann nach Hause. Das funktioniert aber leider nur so halb gut, habe ich mir zumindest sagen lassen, weil er eben sehr oft ausgeraubt wird, der Arme. Und das hier ist ein Wischroboter und auch das ist ein Roboter. Es gibt mehr Beispiele, natürlich aus Landwirtschaft, Medizin, Fabriken und sogar dem Militär. Und auch auf dem Bau und für Handwerker oder in hochriskanten Einsatzgebieten wie nach Naturkatastrophen werden wir noch eine riesige Bereicherung durch robotische Helferlein beobachten können und können wir teilweise schon jetzt. Aber auch beim Entfernen von Müll aus Wäldern oder den Ozean beispielsweise können Roboter eine immense Chance sein. Ich weiß nicht, ob ihr Mark Robers Video dazu kennt, wo er tatsächlich einen Roboter baut, der wirklich Gewässer von Plastik reinigt. Solche Aktionen brauchen wir, weshalb das heutige Video auch von Planet Wild unterstützt wird. Ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit, denn die ersten 200 Personen von euch werden einen Monat lang gratis digitale Naturschützer. Ihr erfahrt mehr über sie am Ende des Videos. Ihr könnt aber natürlich auch die Kapitel benutzen, um direkt zu ihnen zu kommen. Aber trotzdem, wollen deutsche Automobilhersteller lieber humanoide Roboter in ihren Fabriken haben? Bei BMW beispielsweise arbeitet tatsächlich jetzt der Roboter von Figure AI, der Figure One. Denn im Gegensatz zum Staubsaugerroboter ist der eben nicht spezialisiert, sondern er lernt zum Beispiel Werkzeug zu benutzen und damit Aufgaben zu übernehmen. Man könnte also sagen, die Bots, die wir bisher hatten, waren so etwas wie die normalen KIs, die auf eine Aufgabe beschränkt waren, beispielsweise Schachspielen. Das Rennen nach allgemeiner KI kann hier auf humanoide Roboter übertragen werden, denn die werden als eine Art allgemeiner Bot angesehen. Und die Speerspitze ist auch hier gerade wieder ganz schön am Dampfen. Der Figurebot ist in seiner aktuellen Version 60 Kilogramm schwer, kann 20 Kilogramm tragen, läuft 5 Stunden auf Akku und ist 1,67 Meter groß. Und er ist eben humanoid, sprich er kann das nutzen, was wir auch können, weil er hat 2 Arme und 2 Beine. Es gibt also keine Treppen, die man nicht hochfahren kann. Er kann aber eben auch Sachen anfassen, die wir anfassen können. Werkzeug beispielsweise, denn er hat 2 Hände. Und dadurch kann man ihm etwas beibringen. Hier sehen wir, wie der Bot eine Kaffeemaschine bedient. Er setzt ein Pad ein und drückt einen Knopf. Wow, wie beeindruckend. Die Kaffeemaschine ist dazu noch sehr einfach gestrickt. Sie hat keine Auswahl, es gibt nur einen Knopf. Also,
Praktikantenarbeit, I guess. Natürlich sehen wir aber, wie sich das rapide verbessert. Er kann jetzt auch einen Geschirrspüler einräumen und mir einen Apfel in die Hand geben, der vor ihm liegt. Aber er legt dann auch irgendwann die Wäsche zusammen und kann in Lagerhäusern arbeiten. Tätigkeiten, die ich gerne so schnell wie möglich abgeben möchte. Meine Wäsche ist jetzt nicht gerade gebügelt. So clunky wie das allerdings aussieht, denkt man sich immer wieder, dass der Tanz, den Boston Dynamics abliefert, ja schon deutlich besser und beeindruckender ist, oder? Nun, das Besondere hier ist, dass eben der Figure One nicht gesteuert wird. Dass die Handlungen in dem Sinne nicht geskriptet sind, sondern sie sind erlernt. Der Bot lernt also selbst. Robotik ist unfassbar komplex. Eure Finger akkurat zu steuern, eventuell sogar zu tippen, ohne dass ihr hinseht, das erfordert Hand-Augen-Koordination. Gamern sagt der Begriff sicher was. Ich lerne, aha, wenn ich meine Maus so und so bewege, dann verschiebt das mein Fadenkreuz und ich habe Aim. Habe ich nicht, aber als Beispiel. Dann muss ich das natürlich noch sehr schnell und sehr akkurat machen und bin dann vielleicht gut in CSGO. Menschen sind darin relativ gut, aber nicht fehlerfrei. Wie gesagt, mein Aim beim Zocken ist anderes Thema. Der Figure One arbeitet aber genau so. Er analysiert die Szene mit seinen Augen, also Kameras, plant dann, was er sagen soll und übersetzt das in tatsächlich echte Handlungen für seine Gelenke. Ich werde jetzt hier nicht in die Mathematik dahinter einsteigen, aber Gelenke zu bewegen ist nicht so einfach. Viel mit Mathe. Diese Analyse der Szene geschieht mit einem speziellen OpenAI-Modell und Figure will uns nicht unbedingt sagen, welches das ist. Sie sagen OpenAI-Modell, nicht GPT-4. Naja, Spekulation. Bei all diesen augenscheinlich rasanten Fortschritten sollte man aber das Moravec'sche Paradoxon nicht vergessen. Das stammt aus den 80ern und besagt, dass Aufgaben, die wir als Menschen für einfach halten, zum Beispiel unsere Hand zu bewegen, für Maschinen erheblich schwerer und aufwendiger sein können, außer wenn wir eben über reine Mathematik sprechen. Umso spannender ist genau deswegen, dass der Roboter Dinge greifen kann, ohne sie fallen zu lassen. Greifen ist sehr schwer, denn manche Objekte wie eine Chipstüte geben einfach nach. Andere sollte man aber vielleicht auch nicht so sehr quetschen. Und der Körper muss die Bewegung ausgleichen, damit man nicht umfällt. Das macht Laufen so schwer, dass Menschen das auch lernen müssen. Google geht hier ein bisschen mehr in die technischen Details in ihren Papern. Das Spannende ist natürlich, man muss nicht unbedingt zwei Arme benutzen. Das ist eine von, ich sag mal, vielen Optionen. Aber mit zwei anzufangen bedeutet natürlich, dass die Roboter erstmal dieselben Möglichkeiten haben, wie wir das auch haben. Google nutzt dazu also RT2, ein Modell, das Szene plus Anweisung in Roboterbewegung übersetzt. Aber wie immer, solche Modelle müssen ja trainiert werden. Und wenn man jetzt einem Roboter alles von Hand beibringen muss und der dann sogar noch länger braucht als ein Mensch, ist das ein bisschen umständlich und am Ende will niemand sowas haben. Und hier kommt Nvidia ins Spiel, die übrigens auch mit bei Figure AI stecken. Genauso wie Amazon und Microsoft. Nvidia hat gerade jetzt erst ihre diesjährige Präsentation gehalten, in der sie nicht nur neue, ziemlich beeindruckende Grafikchips angekündigt haben, die man für das Training von KI braucht, sondern auch ihr Project Groot mit zwei Nullen bei Cyber. Groot soll all ihre Arbeit der letzten Jahre zu einer Art Grundlagen-KI vereinen und da fließt einiges rein. Denn Nvidia hat Technologien entwickelt, wie Roboter aus Simulationen lernen können und das war ziemlich bahnbrechend. Schaut euch diese Hand an. Sie ist Teil des Projekts Eureka von Nvidia und nur ein Beispiel von sehr vielen Techniken. Haben wir Penspinner in der Community? Einen Stift so zu spinnen, ist fucking schwer. Es dauert mehr als 3 Jahre, 4 Stunden Deutsch pro Woche. Zumindest bei mir. Der Vorteil für eine KI ist allerdings, sie übt nicht nur einmal, nicht zweimal, sie übt so oft gleichzeitig, wie eure Rechenleistung das zulässt. Wenn ihr also einen starken Rechner habt, dann sind 4 Jahre Deutschunterricht in einer Minute abgehakt. Oh Gott, I wish. Naja, solche Simulationen lassen sich also beliebig schnell trainieren, wenn man sie mal entworfen hat. Bestraft man hier zum Beispiel den Stift fallen zu lassen, dann will die KI das nicht mehr tun. Das Problem, wie belohnt man die KI aber? Man müsste ja grundsätzlich jederzeit beurteilen können, wie cool ihr Penspinning ist. Nun, es stellt sich raus, dass Menschen grundsätzlich nicht so gut darin sind, zu beurteilen, wie eine KI sich schlägt. Stattdessen haben die Forscher, und das ist jetzt ausdrücklich kein Witz,
ChatGPT gesagt, sie wollen einer Hand Pen-Spinning beibringen und ChatGPT soll dazu mal die Beurteilung schreiben, als Code natürlich. Das wiederum haben sie genutzt, um die Hand zu trainieren. Dann haben sie die Ergebnisse von ChatGPT beurteilen lassen und eine weitere verbesserte Funktion zur Bewertung bekommen. Und so hat GPT-4 eine Hand trainiert, die Pen-Spinning lernt, ohne dass die Forscher selbst irgendwas tun mussten. Das Spannende daran ist, ChatGPT war nicht nur effizienter, weil eben kein Mensch mehr drüber gucken musste, es war sogar deutlich besser als menschliche Beurteiler. ChatGPT ist deutlich besser darin, eine solche Funktion zu schreiben. Die Forscher schreiben, je schwerer die Aufgabe ist, die man lernen möchte, die die KI lernen soll, desto mehr war ChatGPT besser darin als die menschlichen Experten. Das heißt, KI trainiert bessere KIs, als Menschen das können. So, hier möchte ich ein Paper von der ETH Zürich vielleicht noch ganz kurz mit erwähnen. Denn damit wird es plötzlich möglich, genau solches gelerntes Verhalten von einer einfachen Simulation zu übertragen auf die echte Welt. Die Forscher haben einem virtuellen Robotermodell rein in einer Simulation beigebracht, wie er mit zwei seiner vier Rädern als Händen quasi Pakete halten und verschieben kann. Alles in einer PC-Spielumgebung sozusagen. Aber dadurch, dass der echte Roboter baugleich zum virtuellen war, konnte man diese Ergebnisse einfach 1:1 übernehmen. Ich fasse also zusammen. Mit unfassbarer Rechenleistung können wir in virtuellen Umgebungen so schnell wie wir wollen kleine Robomodelle alles lernen lassen, was wir wollen. Optimiert wird das, was sie da tun, von GPT-4, also einer KI, die übrigens schon eine Weile alt ist und wo vermutlich spätestens nächstes Jahr die nächste große Version erscheint. Gerüchte sagen sogar dieses Jahr. Die erlernten Handlungen können wir dann sogar auf die echte Welt übertragen. Die Firma, die das maßgeblich erforscht, nämlich Nvidia, in Kombination mit OpenAIs GPT-4, findet man gemeinsam schon in einem Roboter namens Figure One von der Firma Figure AI. Er analysiert seine Umgebung mit dem Bilderkenner von OpenAI und kann sogar mit Sprache antworten. Und natürlich haben große Firmen wie zum Beispiel Microsoft oder auch Amazon ein riesiges finanzielles Interesse daran, solche Roboter einzusetzen. Und das kann ich sogar verstehen. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sind in solchen Knochenjobs ein großes Thema. Ich hatte gerade erst im privaten Umfeld eine Diagnose, die die körperliche Tätigkeit für diese Person völlig unmöglich macht. Von den Schmerzen bis ans Lebensende mal ganz zu schweigen. Etwas Unterstützung, auch gerade im Lebensende, kann da nicht schaden. Um ehrlich zu sein, ich sehe meine Chancen, von einem Roboter im Alter gepflegt zu werden, als höher an, als einen menschlichen Pfleger zu bekommen. Und durch die rasante Entwicklung im Bereich Chatbots und durch die Rechenleistung steigt auch, was im Robotiksektor möglich ist. Und da scheint es schon gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass Roboter ab 2025 in China in Masse produziert werden sollen, zumindest laut dem Plan. Nur sollten wir bis dahin auch die gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen geklärt haben. Welche seht ihr hier? Aber auch, welche Möglichkeiten seht ihr hier, wirklich etwas Gutes zu tun? Denn wie schon erwähnt, ist Planet Wild heute unser Partner. Und auch wenn Robotik bei ihnen aktuell noch Zukunftsmusik ist, können wir schon jetzt etwas gemeinsam unternehmen. Als eine globale Online-Community unterstützen wir Planet Wild gemeinsam dabei, jeden Monat ein neues Naturschutzprojekt durchzuführen. Von der Rettung bedrohter Arten bis hin zur Renaturierung unserer Ozeane und der Renaturierung der Wälder. All das geschieht durch die finanzielle Unterstützung der Online-Community, die es jedem bequem von zu Hause aus ermöglicht, ein digitaler Naturschützer zu werden. Was mich persönlich an Planet Wild begeistert, ist ihre Herangehensweise. Sie arbeiten direkt mit Pionieren des Naturschutzes weltweit zusammen, um die notwendigen Mittel bereitzustellen, die für den Schutz unserer wertvollsten Ökosysteme benötigt werden. Und jeder Schritt dieses Prozesses wird dann in 10- bis 15-minütigen Videos dokumentiert, die nicht nur den unmittelbaren Impact der Projekte zeigen, sondern auch, was langfristig erreicht werden kann. Als Teil dieser Community können wir direkt sehen, wie unsere Beiträge eine Veränderung bewirken. Für diejenigen unter euch, die das Gefühl haben, dass Handeln immer besser ist als Warten, ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde, bietet Planet Wild die perfekte Plattform. Beginnt bei nur 6 Euro im Monat, was weniger ist als der Preis für einen Monat Netflix, könnt ihr Teil dieser Bewegung werden.
Und für die ersten 200 meiner Zuschauer übernehme ich den ersten Monat der Mitgliedschaft. Damit hättet ihr kostenlos einen positiven Einfluss auf den Schutz der Natur. So könnt ihr selbst erleben, wie befriedigend es ist, zur Rettung unseres Planeten beizutragen, ohne im ersten Monat selbst etwas dafür bezahlen zu müssen. Ihr könnt dann auch nach dem ersten Monat wieder austreten, wenn ihr das wollt. Ich verlinke euch auf jeden Fall direkt hier das neueste Projekt von Planet Wild, bei dem sie den kleinsten Bären der Welt vor dem Aussterben schützen. Kommt schon. Fühl, wie süß sie ist! Also schaut definitiv mit dem Link in der Beschreibung bei Planet Wild vorbei. Und wenn ihr euch entscheidet, Teil dieser wichtigen Mission zu werden, nutzt bitte den Link in meiner Beschreibung, um eure Mitgliedschaft zu starten. Wie gesagt, die ersten 200 Anmeldungen erhalten den ersten Monat von mir geschenkt.